oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüezi und Hallo und willkommen zur neuen One-App-Day-Folge mit einem Launcher für Android, dem Poseidon Launcher Early Access, also ja, Early Access halt. Es gibt von diesem Entwickler noch Poseidon Notes und Poseidon Tasks, was man ebenfalls runterladen kann. Aktuelle Versionsnummer 1.12, Größe 3,2 MB, erforderliche Android-Versionsnummer 5.0 oder höher. Und bei 210 Gesamtbewertungen haben wir eine Durchschnitts-Sternbewertung von 3,7 von 5 Sternen. This is not your typical Pixel Launcher. Poseidon Launcher was built from scratch to be a different experience. The UI was heavily inspired by One UI, also, von Samsung, One UI. Ihr habt ansonsten einen relativ einfachen Launcher, allerdings ist zum Beispiel ein ganzer Newsfeed auf dem Helmscreen. Ihr habt ein Dock, das Dock, da könnt ihr 3 Reihen und bis zu 7 Icons reinpacken. Ihr habt den News and Notification Feed. Ihr habt ein Vector and Animated Icon Pack Support, eine App-Suche, was sehr schön aussieht, alles Wallpaper-Galerie, 6 verschiedene Schriftarten, Desktop-Mode wird unterstützt für Android 10, das habe ich nicht ausprobiert. Ja, und ansonsten, das sieht durchaus schön aus, aber bei mir ist es tatsächlich so, ich bin irgendwie, ich nutze den Stock-Launcher tatsächlich. Das ist unter, auf meinem Xiaomi ist es halt MIUI, also Standard-Ding. Und auf meinem Pixel ist es halt der Pixel-Launcher. Aber trotzdem macht es halt Spaß, sich andere Launcher anzugucken. Und wenn ihr was anderes, was Schickes sucht, kann man sich den Poseidon-Launcher durchaus mal ansehen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.